heute bei Wer weiß denn sowas? Leonard Lansing im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Roland Jankowski und Elton, das Wildzwerg-Duell. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Viel Spaß heute Abend wieder beim Mitraten oder beim Mitspielen. Wenn Sie ein bisschen in der ARD-Quiz-App mitzocken wollen, haben Sie auch die Chance, dann am Ende vielleicht ein bisschen Geld zu gewinnen. Also, es ist angerichtet und wir haben tolle Gäste heute Abend wieder. Ich weiß, Sie lieben diese Wildzwerg-Paarung hier bei uns. Und Leonard Lansing ist ja ein guter Freund mittlerweile unserer schönen Sendung, der Georg Wildzwerg. Heute mit Bernhard im Team und auf der anderen Seite zum ersten Mal bei uns Roland Jankowski, der Kollege Overbeck. Ne? So, schauen wir mal, wie ihr denn heute mit euren Teamkapitänen so zurechtkommt. Ja, wir werden uns das anschauen und wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Zuschauerverteilung. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Hinter Bernhard und Leonard Lansing sitzen 75 Zuschauer. Hinter Elton und Roland Jankowski 51. Und ich habe auch noch was ganz Spannendes, ja, genau. Bevor wir mit den 12 Kategorien loslegen. Wussten Sie eigentlich, dass das Durchschnittsalter bei den Deutschen, in dem sie zu Hause im Elternhaus ausziehen, bei 23,7 Jahren liegt? Ich war ein bisschen drunter. Ja? Bei mir war es, glaube ich, so bei 22. Ja? Bei mir war es... Ich habe gar nicht einstudiert. Ja, aber manche liegen auch ein bisschen drüber. Ja? Unser Publikum ist in bester Stimmung. Ja. Dann schauen wir doch mal jetzt auf unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Zwölf Kategorien heute sind Trick 17, Schlagzeilen, Essen und Trinken, das Fragezeichen, Unser Körper, Genies, Reise, Verbraucher, Raubkatzen, Internet, Staatsgeheimnis und Clever. Hier legt los. Jede richtige Antwort 500 Euro, Publikumsjoker für jedes Team. Und ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Mama, dann mach Internet, direkt Internet, da können wir erstmal googeln, das ist gut. Das Internet. Die erste Frage heute. Was gilt beim Online-Shopping in Deutschland? Jurafrage. A. Jeder zweite Käufer kauft mit dem Smartphone keine ein. Keine Jurafrage. B. Jeder dritte Artikel wird zurückgeschickt. Oder C. Jeder vierte bezahlt per Nachname. Lustig. Gute Frage. Smartphone kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin ja, wir dürfen das laut sagen. Wir dürfen laut denken. Genau. Ich würde ja B favorisieren, das, weil ich glaube, die Paketdienste, ohne jetzt einen persönlich zu nennen, haben da viel zu faden. Ja, also ich würde das auch denken. Also jeder zweite Verkäufer kauft mit dem Smartphone ein, glaube ich nicht, weil das... Also jeder Zweite, das wäre ja jeder Zweite. Wenn die Apps damit meinen oder so, dann ist natürlich auch doof, ne? Weil dann musst du ja mit dem Smartphone einkaufen. Aber ich glaube, Online-Shopping meinen die so Pullover und Jacken und Schuhe. Genau. Und ich glaube, und die Leute, die kaufen, ich glaube, das ist der Klassiker ist. Ich brauche Schuhe. Ich meine, ich habe Schuhgröße 34, hol mir 33 und 35 dazu, wenn ich nicht weiß, und zwei gehen zurück. Du hast Komm, machen wir es kurz. Komm, wir gehen auf Zingern, wir nehmen B. Ja. Ich liebe das, wenn die Gäste so selbstbewusst agieren und nicht lange rummachen. Einfach die Antwort reinhauen. Laut einer repräsentativen Umfrage eines deutschen Marktforschungsinstituts von 2019 kaufen Kunden im Internet vor allem da ein, wo sie ein günstiges Angebot finden oder der Shop eine versandkostenfreie Lieferung anbietet. Beim Kauf ist das Mobiltelefon eine beliebte Alternative zum Notebook oder stationären Rechner geworden. Jeder zweite Kunde tätigt seine Einkäufe inzwischen auf dem Smartphone. 2016 waren es noch 39%. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
So, erste Frage für euch. Ihr könnt direkt in Führung gehen. Ja. Erst zu trinken. Natürlich. Natürlich. Trinken. Was lässt sich aus den Kernen der Papaya herstellen? A. Luftentfeuchter für das Auto. B. Mottenkugeln. Oder C. Milder Pfefferersatz. So, der Papaya, das ist diese... Ist das das mit dem gelblichen Fruchtfleisch? Ja, genau, schwarze Kerne. Haben die schwarze Kerne? Okay. Es aber könnte C sein. Milder Pfefferersatz. Mhm. Ach, ich habe natürlich noch nie drauf rumgebissen. Ich auch nicht. Ob man jetzt sagen könnte, ob das scharf ist. Also Mottenkugeln kommen mir sehr spanisch vor. Mottenkugeln finde ich auch... Naja. Ich sag mal, die sind immer in so einem feuchten Medium, in dieser feuchten Papaya. Ja? Ja. Und wenn sie dann ins Trockene kommen, könnte ich mir vorstellen. Also würde ich jetzt nicht von vornherein ausschließen. Aber also mein Bauch sagt mir eher C. Okay. Papaya ist doch diese Frucht, die so aufgeschnitten fast so ein bisschen unanständig aussieht, oder? Ja. Vielleicht im Hause Pflaume. Ich habe da schon so Bilder gesehen, wo die Papaya so leicht erotisch inszeniert. Und irgendwie wird damit immer gespielt. Also auf deine Internetseiten möchte ich nicht gehen, wo du... okay, B schließen wir aber mal aus. Ja. Okay. Du tendierst wozu? Ich tendiere ein bisschen zu A. Zu A. Aber, jetzt mal ganz im Ernst, es geht ja um Essen und Trinken. Jetzt versuche ich zumindest die Herleitung. Es geht zwar um die Papaya, die kann man ja essen, aber vielleicht hat das ja auch... wieder hier mit dem Pfeffer was zu tun, weil das gehört ja auch zum Essen. Deswegen kann es tatsächlich sein, die trocknest du, zerreibst du, dann hast du einen milden Pfeffer. Wollen wir mal mir wurde gesagt, ich sollte eh öfter auf meine Gäste hören. Und in letzter Zeit habe ich mich versucht, wieder durchzusetzen, das war immer falsch. Ich ahne schon, wer den schwarzen Peter hat. Nein, ich halte das ja nicht für unmöglich. Deswegen... Wollen wir es wagen? Wir wagen C. C. Der Elton ist doch ein schlauer Fuchs. Die Kerne der Papaya sind voller eiweißspaltender Enzyme und dadurch verdauungsfördernd. Statt sie wegzuwerfen, sollten sie daher lieber weiterverarbeitet werden. Dazu die Kerne mit einem Löffel entfernen. Fruchtfleischreste abwaschen und auf einem Backblech ausbreiten. Bei 50 Grad werden sie ca. 2 Stunden getrocknet. Anschließend in eine Pfeffermühle eingefüllt, sind sie dank ihrer Schärfe ein wertvoller Pfefferersatz. Erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Und da seid ihr nicht mal drauf gekommen, dass die ja ähnlich aussehen wie Pfefferkörner. Ja, doch, hat er ja gesagt, schwarz sind die ja. Ja. Ah, aber so. Ne? Ja, alles aber gut, war ja alles richtig. Da war das er bei der Optik. Daran erotisch. In dem Reise. Mal sehen, was wir jetzt aus deinem Leben erfahren. Damit Flugreisende bei zu viel Handgepäck keine Probleme bekommen, haben Entwickler. Moment, was? A. Kofferschonende Gepäckpressen auf den Markt gebracht. B. Fächer erfunden, die das Gepäck im Flugzeug intelligent sortieren. Oder C. Eine Jacke mit Stauraum für bis zu 15 Kilogramm erfunden. Ach Gott. Also. Gute Frage. Danke, ich gebe es weiter. Ja. Ja. Da muss man. Ja. Lass uns mal, also es geht um, ich habe schon wieder also gesagt, also es geht um das, ich habe schon wieder gesagt. Ja, was denn? Es geht um. Ich sage immer also es geht. Handgepäck. Es geht um Handgepäck. Ja. Und man soll kein Problem damit haben, wenn man zu viel hat. Ja. Das ist das Problem. Also wir haben nur, keine Ahnung, 15. Macht ja keine Gepäckpressen, dann wiegt ja dann trotzdem mehr. Dasselbe. Ja, so. Fächer erfunden, die das Gepäck im Flugzeug intelligent sortieren. Das kann natürlich sein, aber wenn man ganz ehrlich ist, warum? Ja. Ich will das ja nicht intelligent sortiert haben, sondern in meine Nähe sortiert haben. Genau, damit du irgendwie unterwegs bist. Und es wird immer noch nicht weniger. Nee, so ist es. Deshalb kann es doch nur C sein. Eine Jacke mit Stauraum für bis zu... Ja, genau. Ich habe auch immer so eine englische Landjacke. Und weiß, reichlich Zeug für Ladegeräte, wie sie auch die Barber manchmal tragen. Ja, genau. Reichlich Platz für Ladegeräte und Kabel und sonst was alles. Also ich verstehe das ganz gut. Wenn man die nicht auszieht, wiegt sie auch, darf sie auch mit. Ja, dann nehmen wir C direkt, oder? Du, Bernhard, du bist so schnell heute. Ja, wir nehmen direkt C, dann haben wir nachher mehr Zeit, wenn es
ernst wird. Wenn es ernst wird. Ich sag mal so, es läuft ja gut bisher. Ja, ne? Ich finde auch. Reisende, die nur mit Handgepäck fliegen, kennen das Problem. Schon kleine Überschreitungen der Gewichtsvorgaben können zu Problemen beim Check-in führen. Gegenstände, die sich in den Jackentaschen eines Passagiers befinden, werden hingegen nicht beanstandet. Australische Entwickler haben sich dies zunutze gemacht und eine Jacke entwickelt, die bis zu 15 Kilogramm Gepäck fassen kann. Kleidung, Schuhe, Laptop. Alles wird in den innenliegenden Taschen verstaut und laut Aussage der Hersteller auch von den Fluglinien toleriert. Also das war die richtige Antwort mit 500 Euro belohnt. Super. Ja. Wenn ihr jetzt Raubkatzen. Oh, oh. Dabei. Irgendwas mit Models, ich kenne das. Wissenschaftler locken Jaguare in Nicaragua vor ihre Beobachtungskameras, indem sie A. Parfüm eines amerikanischen Designers auf die Kamera sprühen, B. den Popsong Raw von Katy Perry spielen oder C. die Kameras mit Bildern von Krümelmonster bekleben. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Also B glaube ich auch nicht, weil also Lärm an sich, in Anführungszeichen Lärm. Es ist ein schöner Song. Aber kennst du den Song? Ja, du kennst ihn. Weil nein, ich kenn ihn gar nicht. Ich sag jetzt nein, damit ich den nicht vorsinge. Weil nicht, dass da wow, so die, ne? Nee. Das Wahrscheinlichste ist dann eher das Parfüm. Wer weiß, vielleicht hat das so einen Moschusduft, sag ich mal, vom Moschusochsen. Und die denken, wow, da ist ein Ochse. Ja, den kralle ich mir jetzt. Ja, ich glaube, die denken, da ist ein amerikanischer Designer. Ja, aber an dem ist ja nichts dran. Du kennst auch die Designer, ne? Da ist ja nichts dran. Aber was sollen die an dem Krümelmonster, außer dass er blau ist? Nee, also ich glaube, blaues Monster gehört nicht so zum Beuteschema von Jaguar. Aber die sind ja auch dann so klein. Hm. Also ich, der Bauch tippt eher auf Parfum. B ist es definitiv nicht. Nee. Sagen wir einfach, und warum Krümelmonster? Wir nehmen A. A. Ja. Wir gucken uns das an. Nachtaktive Jaguare sind in freier Wildbahn schwer zu beobachten. Forscher installieren deshalb Kameras, die mit Bewegungssensoren ausgestattet sind. Um die Tiere auch vor die Linse zu bekommen, wird in Nicaragua ein Parfum eines amerikanischen Designers auf die Kameras gesprüht. Es enthält Zibeton, das die Parfümindustrie früher aus dem Sekret der Zibetkatze gewann und mittlerweile synthetisch produziert. Die neugierigen Jaguare werden angelockt und reiben sich an der Stelle, um ihr Territorium zu markieren. Richtige Antwort! Sehr gut, ihr steht bei 1000 Euro. Das ist mein Staatsgeheimnis. Nächste mutig, sag du's. Wir erinnern immer Staatsgeheimnis. Ihr seid aber heute auch verrückt unterwegs. Hey, verrückte. Ja, das hilft ja nichts. Warum ist der Plenarsaal im Palace of Westminster mit einem Periskop ausgestattet? A. Kinder erhalten damit einen Einblick in die Politik. B. So kann die Saalvorderseite von allen Plätzen aus gesehen werden. Oder C. Früher wurde je nach Besucherzahl die Belüftung reguliert. Der Palace, der Plenarsaal im Palace of Westminster. Wir reden jetzt wirklich vom Parlament. Vom Parlament. Hm, da wo die mit den grünen Bänken und wo da. Der Speaker und in der Mitte Mr. Speaker. Order! Genau. Ja. So. Ja. So kann die Saalvorderseite von allen Plätzen aus gesehen werden. Mhm. Das kann ich mir. Also. Von wo aus? Periskop ist das nicht so. Vor allen Dingen ist das ja. Nee, ein Periskop ist ja eigentlich ein Ding fährt hoch und dann kannst du gucken. Ja, genau. So. Und. Dann kann die Saalvorderseite von allen Plätzen aus gesehen werden. Das heißt ja, alle können in das Periskop gucken, um gleichzeitig die Saalvorderseite zu sehen, wo sie ja auch teilweise sitzen. Ja, macht keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Früher wurde je nach Besucherzahl die Belüftung reguliert. Das ist ja kein Periskop. Das ist doch eine Lüftung. Ja, aber dann kann der Hausmeister gucken, wie viele Leute sind denn da. Drei, machen wir zu. Im Bundestag doch auch. Müssen wir nicht heizen für die drei Leute. Ja, ist doch so. Und wieso guckt der nicht durch die Tür? Weil vielleicht kein Zutritt oder so. Und wieso rufen die nicht? Wärmer! Ja.
Colder. Ich kann mir das. Colder! Colder! Ja. Ich kann mir. Du meinst die Besuchergruppe. Ja, vielleicht gibt es die Möglichkeit. Die stehen unten in der Kantine. Haben keine Zuschauerränke, so wie bei uns. Und das ist sowas, wo man halt dann so eine Rundführung machen kann. Und vielleicht können Kinder damit. Ah, weißt du, was sein kann? Die sind ja auch so klein. Ja. Weißt du was? Ja. Genau. Ja. Ja, vielleicht kann man doch oben gucken, aber das ist eine Mauer oder ein paar Holzpaneele. Ja, ja. So, und Kinder können da nicht drüber gucken. Aber mit dem Periskop könnten sie drüber gucken, ohne dass sie, genau, einen Blick in die Politik. Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Ja, ja. So ist es. Prima. Tja, was sollen wir machen? Ich meine, blamieren können wir uns eh nicht. Nico, sollen wir A nehmen? Komm, wir nehmen A. Wir nehmen A. Ja. Ich sehe, wie die drängen ja auch die Kollegen. Ja, die haben wir auch. Die müssen ja gleich nochmal. Ja, ja, ja. Sehr gespannt. Warum der Palace of Westminster mit einem Periskop ausgestattet ist, erklärt Dr. Henrik Schönefeld, Leiter eines Forschungsprojektes im britischen Parlament. Das Periskop im Plenarsaal des Unterhauses ist Teil einer Belüftungs- und Klimatisierungsanlage aus den 40er Jahren. Es befindet sich in einem Kontrollraum und ist mit einem Objektiv in der Decke des Saals verbunden. Ingenieure nutzen es, um Luft und Klima den Besucherzahlen anzupassen. Das Periskop diente daher der intelligenten Steuerung. Es ist weiter funktionstüchtig, aber heute werden Kameras und Bildschirme verwendet. Oh. Ein Relikt aus der guten alten Zeit. Ja. Es bleibt bei 500 Euro und ihr könntet die nächsten 500 draufpacken. Achso, wollen wir mal mit den Haushaltstipps anfangen? Ich bin dabei. Clever oder Trick 17? Was hättest du gerne? Trick 17. Trick 17. Wer ohne zu klettern die ungefähre Höhe eines Baumes bestimmen möchte, braucht neben einem Messband lediglich A. zwei Wurfsteine und eine Glasflasche, B. einen Stock in der Länge des eigenen Arms oder C. ein Seil in der Länge des Baumumfangs. Was soll man mit zwei Wurfsteinen und einer Glasflasche? Zwei Wurfsteine, die wirfst du, packst in eine. Verstehe ich nicht. Einen Stock in der Länge des eigenen Arms. Und dann? Das ist eine gute Frage. Was dann? Was machst du mit dem Stock? Gehst vom Baum weg? Aber auch, was machst du mit dem Seil? So, ich habe tatsächlich... In der Länge, vielleicht lässt sich anhand des Baumumfangs die ungefähre Höhe eines Baumes schätzen. Ja? Und weil du es messen möchtest, das heißt, dann nimmst du das Seil, legst es um den Stamm. Merkst dir den Punkt, legst es auf den Boden, Maßband dran und dann weißt du so, 1,20 Meter Baumumfang, guckst in der Tabelle nach, die wir natürlich jetzt nicht haben, aber so könnte es gehen. Wenn jemand eine Tabelle hat, aha, Baumumfang so und so, Baumhöhe 12 Meter, buff. Also da gibt es so eine Verhältnisrechnung. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das macht auf jeden Fall ein bisschen Sinn. Ein Stock in der Länge. Einen Stock in der Länge des eigenen Armes. Das heißt, was weiß ich. Sinn, dann steckst du Meter aus. Was willst du damit ermitteln? Da kannst du gar nichts mit ermitteln. Meiner Meinung nach. Komm, wir fragen irgendjemanden, der sich damit auskennt. Gut. Also ich hätte C gesagt, aber dann fragen wir, sollen wir? Du bist der Profi. Ich denke noch mal ganz, ganz kurz, nur noch mal ganz, ganz kurz über Anna. Zwei Wurfsteine und eine Glasflasche. Fertig? Also, wie sicher bist du dir denn bei C? Nicht, okay. Wir fragen das Publikum. Mir ziemlich sicher, aber... Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja, der Herr ist sofort aufgestanden. So, nehmen wir hier den Kollegen vom Forsthaus Falkenau. Hallo. Hallo, ich bin Volker, komme aus Schwarmstedt.
Ich habe vor haben Sie was mit Wald und Bäumen? Ich habe vor vielen Jahren mal so einen Motorsägeschein gemacht. Aha. Und da kam vor, dass man einen Stock in die lange Hand nimmt, den Baum hochpeilt und dann das da dann abmessen kann. Okay. Ah, so winkelmäßig. Und ja. Okay. Okay. Also Antwort B ist eingeloggt. Wer die Größe des Baums in seinem Garten ermitteln möchte, benötigt lediglich einen Stock in der Länge seines Arms. Den Stock senkrecht nach oben haltend von sich strecken und so mit Hilfe des Arms einen rechten Winkel bilden. Anschließend entfernt man sich so weit vom Baum, bis die Baumspitze über die Stockspitze angepeilt werden kann und dadurch die Hypotenuse eines rechtwinklig gleichschenkligen Dreiecks gebildet wird. Durch den zweiten Strahlensatz ergibt sich die ungefähre Baumhöhe aus der Armhöhe plus der Entfernung. Lass uns dieser Schein noch mal so auszahlen, oder? Sehr gut gemacht, prima. Sehr gut. Guter Mann, guter Mann. Ich auch nicht. So, ihr steht bei 1.500 Euro. Es sollten viel mehr Menschen einen Motorsägenschein machen. Ja. Man weiß nie, wo man es mal braucht. Genau. Ja? Verbraucher. So, nächste Kategorie für euch. Wir verbrauchen. Verbraucher. Das ADR-Prüfsiegel informiert darüber, A, ob Outdoor-Bekleidung frei von imprägnierenden Chemikalien ist, B, welche Rosenarten besonders robust und pflegeleicht sind, oder C, wie lange Rasierklingen haltbar sind. Das ADR-Prüfsiegel. Nicht schon mal gehört? ARD-Prüfsiegel. Nein, noch nicht. Ist es mir neu. Also ich habe noch nie darauf geachtet, aufs ADR-Prüfsiegel. Also ich habe das auch noch nie gehört und Outdoor-Bekleidung ist durchaus Teil meines Lebensalltags. Ja. Ja. Aber vielleicht habe ich da noch nie drauf geachtet. So. Ein Prüfsiegel ist ja quasi, würde ich sagen, so eine einmalige Sache. Mhm. Sowas wie ein Umweltengel. Mhm. Also das ist jetzt ja nicht der ADR-Wert, wo man sagen würde, deshalb bin ich weg von den Rasierklingen. Ja, ja. Also wenn man da jetzt sagen würde, der ist ADR Wert 4, dann weiß man, das ist so mittelhaltbar oder langhaltbar. Das wäre jetzt so meine ja, Ansicht. Ja, ich kann dem folgen noch. Welche Rosenarten besonders robust und pflegeleicht sind? Ob dann bestimmte Rosenarten das ADR-Prüfsiegel bekommen, dann sind sie robust und pflegeleicht? Sagt man nicht einfach, das ist eine robuste und pflegeleichte Rosenart? Ding, genau, zum Beispiel. Ja. Kriegt eine Rosenarten-Prüfsiegel? Kann ich mir kaum vorstellen. Schwer. Das heißt, wir sind bei A und haben keine Ahnung? Ja, so ist es. Wir fragen das Publikum. Ja. Ich sag's dir, wir sind für A, aber wir fragen das Publikum. Aber wir fragen das Publikum. Ja. Auf Sicherheit, ja. Wir müssen hier auf Nummer sicher gehen. Das ist, ja, alle, was das ist. Vielleicht weiß es einer, ist hier einer Rosenzüchter. Wir fragen das Publikum nicht. Wir fragen das Publikum. Oh, guter Mann. Jawohl. Mann. Das ist immer ganz wunderbar zu beobachten, ne? Dass alle immer so, oh Gott, das Publikum wird gefragt. Das ist große Erleichterung, wenn einer aufsteht. Ja. Ne? Man weiß noch nicht, was er sagt, aber es ist erstmal Erleichterung. Hallo Jürgen. Wir werden alle den Kopf schütteln gleich. Aus Holzdorf. Ja, Holzdorf. Haben Sie auch einen Motorsägenführerschein? Nein, habe ich nicht. Ich dachte, den braucht man in Holzdorf vielleicht per se. Nee, hat mein Sohn. Ah, sehr gut, ne? Gut. Was machen Sie oder haben Sie? Für B. Echt? Jetzt hier ja. Aber haben Sie einen grünen Daumen? Nein, keinen grünen Daumen. Ich habe zwar einen großen Garten, aber mit Rosen haben wir Probleme. Aha. Aber ich habe das mal mit den ADR gehört. Ja, super, perfekt eingesetzt. Rosen. Ja. Seit 1950 hat die Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung mehr als 2000 Sorten bewertet. Anfang 2019 erfüllten über 160 die erforderlichen Eigenschaften für das Prüfsiegel. Diese Rosenzüchtungen müssen sich an unterschiedlichen Standorten 3 Jahre lang ohne den Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln bewähren. Das ADR-Prüfsiegel steht für besonders robuste und pflegeleichte Rosenarten. Super, richtige Antwort. Glückwunsch, richtige Antwort. Grüße nach Holzdorf. 500 Euro kommen dazu. Und damit stehen Bernhard und Leonard Lansing bei 1.000 Euro. Dann machen wir es doch. So, ihr habt momentan noch einen guten Vorsprung. Ja. Aber dürft natürlich jetzt auch nicht nachlassen. Natürlich. Nee, wir bleiben aber bei den Haushaltstipps und gehen zu Clever. Mit einem Laubsägeblatt können
A. Abgebrochene Schlüssel aus einem Schloss geholt werden. B. Gebrochene Kabel repariert werden. Oder C. Tropfende Wasserhähne abgedichtet werden. Kann nur A sein. Also die Sommer, ja, aber ja, Tropfen, weil das Wasser ist dünn, das ist dünn, das ist hat Sägezahn, das heißt, es kommt auch, wenn Schlüssel 10 Zahn hat, kriegst du das unter Umständen, gut rein. Aber tropfende Wasserhähne. Tropfende Wasserhähne abgedichtet werden. Nee, der Tropf, das die Tropfen, Ding, da ist drin irgendwie diese keramische Dichtung kaputt, wenn es eine keramische ist, und was willst du da mit dem Laubsägeblatt? Weg damit. Gebrochenes Kabel. Also gebrochenes Kabel so zum Schienen, wie bei einem gebrochenen Bein, möchte ich nicht 100% ausschließen. Aber A erscheint mir am plausibelsten. Ah, okay, ja. Ja, das ist ein Kabelbruch. Das Kabel, also die Außenhaut ist kaputt. Ja, du siehst irgendwie das Kabel so und willst es jetzt irgendwie provisorisch, willst es wieder zum Laufen bekommen. Und dann schien es so. Laubsägenblatt. Also wäre möglich, aber also A erscheint mir plausibler. Aber siehe Rosensiegel. Ja. Hier ist Ruhe hinten. Ja? Hm. Wenn Sie es so nötig haben, gehen Sie darüber. Aber es war ja auch meine Intuition. Das ist ein bisschen. Ja, wir nehmen A. Ja, wir sind uns einig. Wenn es ein Zylinderschloss ist. Ja, das wissen wir nicht so genau. Bricht ein Schlüssel im Schließzylinder ab, kann ein Laubsägeblatt helfen. Das Blatt sollte möglichst feine Zähne besitzen und so dünn sein, dass es mühelos in das Schloss passt. Nun muss es noch so abgebrochen oder geschnitten werden, dass an der Spitze unmittelbar ein Zahn nach hinten zeigt. Dann kann das Blatt mit den Zähnen nach hinten zeigend in das Schloss eingeführt werden und mit leichtem Druck auf das Schlüsselstück zusammen mit diesem wieder herausgezogen werden. So, ich stehe bei 2000 Euro, läuft hier. Wir haben noch Schlagzeilen, das Fragezeichen, unsere Körper und Genies. Ja. Fragezeichen. Wie konnte ein niederländischer Hersteller von Fahrrädern seine Transportschäden um 80% reduzieren? A. Er verpackte seine Räder als Flachbildfernseher. B. Die Verpackung gibt gelegentlich Geräusche von sich. Oder C. Er taucht die Räder in 30 Liter Gelatine ein. Was sagst du? Ich hab's gelesen. Du hast es gelesen? Wenn du es gelesen hast? Ja. Also er hat es gelesen, aber ja. Er sagt es nicht, habe ich das Gefühl. Ich sag's jetzt, das ist nicht die raten. Staatsgeheimnis war eben, das darfst du verraten. Das durften wir gar nicht richtig beantworten. Ich befürchte, ich kann mich erinnern, dass es A war. Es war irgendeine Pressemeldung, da ging es darum, dass jemand seine Fahrräder als Flachbildschirme verschickt, damit die Spediteure ordentlich, das wusstest du auch, ne Roland? Na, absolut. Dachte ich mir, da ordentlich mit umgehen. Ich glaube, das tut mir jetzt leid. Also, ich würde gerne was Falsches sagen, aber ich glaube... Man muss sich doch nicht dafür schämen, wenn man irgendwas man glaubt, liest. Zu wissen. Ja, ja. Ja. Ach so, ah, glaubt, ja, oder? Ja, ich glaube dir. Wir nehmen A. Ja. Leonhard Lansing quasi als Botschafter des Fahrrads. Ja. Versandhandels. Ja. Ja. Holländische Markenräder. Also, schauen wir, ob du da auch das Richtige gelesen hast. Ein niederländischer Fahrradhersteller, der seine Produkte weltweit verschickt, erhielt vor allem von US-Kunden Beschwerden. Viele Räder wurden mit Stoßschäden oder Defekten geliefert. Eine geniale Idee führte zu einer drastischen Verbesserung. Da die Kartons dieselben Maße haben wie die von großen Fernsehern, druckten die Niederländer neben dem Fahrrad noch einen Fernseher aufs Paket. Und siehe da, die Kuriere gaben plötzlich viel mehr Acht. Die Transportschäden gingen um 80% zurück. Das war aber auch gelegt, oder? 1500 Euro ist der neue Kontostand. Schlagzeilen. Ignacio Marc Asperas aus den USA erhielt 2011 A. den ersten Zahnersatz aus Carbon, B. das Patent auf den Bau eines Schneemanns oder C. einen Oscar für die authentischste Statistenrolle. Also C schließe ich aus. Sicher?
Ja, es gibt Nebenrolle und Hauptrolle. Es gibt Vielleicht hat er das so gut gemacht. Ich weiß es nicht. Gab doch keinen Oscar für eine authentische Statistenrolle. Es gibt doch mittlerweile für alles einen Oscar. Ne? Also es ist ja eine stundenlange Veranstaltung. Also würde ich jetzt nicht so 100, aber ich guck das an. Nein. Du sagst nein. Okay. Wenn du dir so sicher bist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich halte das. Also. Aber Patent auf den Bau eines Schneemanns? Ja, das wäre zumindest mal eine Schlagzeile. Du meinst, weil es so unwahrscheinlich ist. Der hat gedacht, komm, hat noch keiner gemacht. Mhm. Hm. Hm. So. A finde ich auch nicht so unsympathisch. A findest du auch nicht so unsympathisch. Was wäre denn der Vorteil bei einem Zahnersatz aus Carbon? Also es muss hart sein. Normalerweise hast du Keramik. Ja. So, und Carbon gilt als noch härter. Bei Fahrrädern wird das so eingesetzt, ne? Als leichter Carbon, mit Carbon ist mit das härteste, also Titan ist, glaube ich, noch härter. Aber Carbon aber Carbon ist Kohlenstoff andererseits. Aber vielleicht ist da noch irgendwas anderes drumherum. Aber Patent auf einen Schneemann? Ja, das stimmt. Ja, überleg, in welcher Sendung wir hier sind, ne? Das kommt ja noch dazu. Gut. Du meinst A eher nicht. Nee, ich bin für B. Der hat das gebaut und hat gedacht, hier, geil, hat noch keiner, ich mach da jetzt ein Patent drauf. Ja. Per Asperas ad Astra. Ich hätte jetzt Carbon gesagt, aber ich vertraue auf deine langjährige Erfahrung mit dieser Frage. Okay, Entscheidung. B. B. Oh, Roland. Ach du Scheiße, Mann. Ja, Roland Jankowski ist heute das erste Mal bei uns. Ignacio Marc Asperas aus dem US-Bundesstaat New York benötigte ganze 5 Jahre, bevor ihm das zuständige Amt 2011 endlich zustimmte und seinen Patentantrag auf die Bauweise eines Schneemanns bewilligte. Dabei setzte Asperas auf hohle, leichte Kugeln aus Kunststoff, an deren Oberfläche Schnee besonders gut haftet. So kann ein Schneemann leicht von einer einzelnen Person aus Einzelteilen zusammengesteckt und anschließend mit Schnee präpariert werden. Ich bin nur darauf gekommen, als du sagtest Kohlenstoff. Also, ihr steht bei 2.500 Euro. Ja. So, ihr solltet die nächste, eure letzte Frage besser richtig natürlich beantworten. Ja, schlimmer ist es. Wir haben es vor. Euch in eine komfortablere Situation. Und deshalb Situation. Nehmen wir Genies. Der Chemiker Karl Wilhelm Scheele entdeckte und beschrieb zahlreiche chemische Elemente und Verbindungen, indem er A. sie ableckte, B. sie in seinem Küchenofen verbrannte oder C. mit ihnen seine Kleidung säuberte. Haha, gute Frage. So, gut. Was macht er? Achso, chemische Elemente und Verbindungen. Der Chemiker oder Chemiker Karl Ablecken macht Wilhelm man im Scheele. Günstigsten Fall ja nur einmal, wa? Ja, das Problem ist, dass man von sauer und basisch redet, liegt daran, dass man die Dinger früher probiert hat. Also man hat daran geleckt. Und vielleicht ist das der Typ, der quasi den Begriff sauer. Aber Elemente kann man ja nicht durch Ablecken entdecken. Ne? Also, das ist vernünftig. Ich glaube, das mit dem Verbrennen liegt mir sehr nah. Ja, also Kleidung säubern schließen wir ja aus. Ne? Im Ofen verbrannte, du meinst? Ja, der hat irgendwas verbrannt und dann geguckt, was in der Asche da übrig bleibt und ob das basisch oder sauer ist. Was auch immer. Also basisch oder du meinst, er hat sie erst verbrannt und dann abgeleckt. Genau. Ja. Und die Flecken auf seiner Kleidung, die hat er damit auch noch weggekriegt. Oh, das ist Aschenkreuz. Wir nehmen alles. Ja. Alle drei. Ach ja. So. Also du bist für B, ich bin für A. Dann nehmen und jetzt wir. Bin ich der Depp, der sich hier entscheiden muss und der entweder Ärger kriegt. Mit mir nicht. Mit mir. A. Echt? Ich spiele nicht mehr mit dir. Genau, man muss nur die richtigen Konsequenzen ziehen. Wo ist es? Ich gehe zu Elton. Oh Mann, auch darüber. Karl Wilhelm Scheele war ein deutsch-schwedischer Chemiker und entdeckte im 18. Jahrhundert Elemente wie Sauerstoff, Chlor oder Stickstoff. Da zur damaligen Zeit die Möglichkeiten der Untersuchung beschränkt waren, war es üblich, die unbekannten Stoffe zu riechen oder sogar zu schmecken. Seine riskante Arbeitsweise forderte ihren Tribut und er starb schon im Alter von 43 Jahren.
ging jedoch mit seinen zahlreichen Entdeckungen in die Geschichte ein. Man nannte ihn deswegen auch Pechvogel Scheele. Ja, ja. Oder ganz gute Freunde nannten ihn auch Ed vom Schleck. Geil, dass sie doch einen Ofen gezeigt haben. Geil, dass sie doch einen Ofen gezeigt haben. Ja, genau. Falsche Fährte. Ich fand's nicht so toll. So, ganz kurz ja, nochmal. Konzentrieren. Konzentration. Eure nein, letzte komm, Frage. Unser Körper. Was trifft auf Bänder im Unterschied zu Sehnen zu? A. Bänder bestehen aus Muskelgewebe. Bänder sind wesentlich dehnbarer. Oder Bänder verbinden Knochen mit Knochen? C. Also A auf keinen Fall. C, das ist die... Bänder sind dehnbar, ja. Ja, aber Sehnen sind auch dehnbar. In eine Richtung. Aber so, pass auf. C könnte stimmen, ja. Was ist denn hier die... Die Achilles. Also sie geben dem Fuß zum Beispiel Stabilität. Ja, oder auch bei welchem Körperteil bist du, Elton? Achillesferse. Die Achillessehne. Das ist doch eine Sehne. Zeig's mal, das ist die Achillessehne. Zeig's mal hier auf der Seite, weil sonst sehen wir immer nur, dass du irgendwas unterm Tisch machst. Das ist doch eine Sehne. Das ist was? Achillesferse. Ist das doch, das ist nur eine Sehne. Das ist doch kein Band, oder? Nee, die Achillessehne ist eine Sehne. Sicher? Der Name ist da. Der Name steckt da drin. Ja, aber heißt, ich erkenne ihn noch als Achillesferse. Heißt sie wirklich Achillessehne oder heißt sie Achilles, ist es ein Band? Nee, die Sehne ist eine Sehne. Also ich finde, da steckt es im Wort drin. Aber als hätte es der Elton gewusst, hat er auch heute wieder ein Band-T-Shirt an. Matzen, ich grüße euch. Also ich tendiere zu C. Ja, weil die Knochen, die ganzen Knöchelchen und so weiter müssen verbunden sein. Aber es muss auch geschmeidig sein, geschmeidige Bewegungen. Ja, und deswegen, Bänder sind dehnbar und die Verbindung zwischen den Knochen. Ne, und dann hast du eine Bänderdehnung, wenn du umknickst, puff, hast du eine Bänderdehnung. Ja, aber was machen denn Sehnen? Die Sehne verbindet den Muskel mit dem Knochen. Ja, und macht einen Antagonisten oder Protagonisten, also zieht es in eine Richtung. Also ich sage ganz klar C. Dann nehmen wir C. Knochen mit Knochen. Oh, der Herr Doktor. Ne? Oder sind die jetzt doch die Ich glaube, das ist eine Bewerbung für eine Arztserie. Nein. Entschuldigung, ich habe 9 Jahre in einer sehr schönen Krankenhausserie mitgemacht. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist das Restwissen aus Nikola. Ja, gut, das ist schon lange her. Ja, mei, aber... Ja, mei. Es kommt halt dann wieder raus, wenn man's braucht. Es kommt raus, es muss raus. Sehr wichtig für den menschlichen Bewegungsapparat sind Bänder und Sehnen. Beide bestehen aus kollagenen Bindegewebsfasern, wobei Bänder weniger elastisch sind als Sehnen. Der Hauptunterschied besteht in ihren Aufgaben. Bänder sichern Gelenke bei deren Bewegungen, sind also Verbindungen zwischen zwei Knochen. Sehnen hingegen übertragen Muskelkraft auf das Skelettsystem und verbinden daher Muskeln mit Knochen. Marie-Lene und Walter Sittler werden jetzt sehr stolz auf dich sein, Roland. So, ihr steht bei 3.000 Euro. Ist doch nicht so schlecht. So. Mann. Traurig. Na gut. Ich habe das Gefühl, Roland, dass Leonard dich nicht noch mal mit zu uns nimmt. So, wir haben folgenden Zwischenstand. Bernhard und Leonard Lansing haben 2.000 Euro auf dem Konto. Elton und Roland Jankowski haben 3.000 Euro auf dem Konto. Dann schauen wir mal, wer von den Wilsberg-Kollegen heute hier das Rennen macht. Hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Kino. Oh Gott, Kino. Oh. Hi. Ich setze auf falsch. Also, dass wir falsch sind und trotzdem noch Glück haben. Ja. So, beide Teams
abgesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Okay. Welcher Filmklassiker wurde mit identischer Besetzung in einer deutschen und einer englischen Sprachfassung gedreht? A. Berlin-Alexanderplatz, B. Der blaue Engel oder C. Die Feuerzangenbowle. Ihr habt 20 Sekunden, ab jetzt! So, beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt. Ich bin sehr gespannt, was so gesetzt wurde und für welche Antwort sie sich entschieden haben. Es ist spannend, meine Damen und Herren. Spannend wie lange nicht. Bleiben Sie bei uns. Bis gleich. Zurück, meine Damen und Herren. Wir haben Gäste aus Münster, Georg Wilsberg, Leonard Lansing, gespielt mit Bernhard Hoeker. Die beiden haben 2000 Euro auf dem Konto. Und auf der anderen Seite der Kollege Oberbeck, Roland Jankowski mit Elton. Die beiden haben 3000 Euro erspielt, alle Fragen richtig beantwortet. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher Filmklassiker wurde mit identischer Besetzung in einer deutschen und einer englischen Sprachfassung gedreht? A. Berlin-Alexanderplatz, B. Der blaue Engel oder C. Die Feuerzangenbowle. Schauen wir mal, wie viel ihr gesetzt habt. Bernhard und Leonard haben gesetzt 2000 Euro. Zugegeben, aber du hättest auch einen Euro draufgelegt. Ja. Elton und Roland haben gesetzt 2.100 Euro. Oh. Dann könnte es ja noch mal richtig spannend werden. So, welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Leonard haben getippt auf Antwort B, Elton und Roland haben getippt auf. Antwort B. Wenn beide fangen. Naja. Ja, auch gewonnen. Ah, shit. Okay. Ah, shit. Der blaue Engel aus dem Jahr 1930. Berlin-Alexanderplatz aus dem Jahr 1931. Und die Feuerzangenbowle aus dem Jahr 1944. Wir alle erinnern uns an Heinz Rühmann. In einer deutschen und in einer englischen Sprachfassung gedreht wurde Berlin-Alexanderplatz. Scheiße. Nicht. Ah! Ratte. Der Schlepper. Nein, es war die Feuerzangenbowle. Nicht. Auch nicht. Es war der blaue Engel. So, Roland. Sauberer Einstieg hier bei uns. Glückwunsch. Moment. Ihr habt 5.100 Euro gewonnen. Ich muss mal ganz kurz umrechnen. Sitzen 51 Leute hinter euch. Wartet, guckt drauf. Ich glaube, es sind rund 100 Euro pro Kopf. 100 Euro pro Kopf. Jawohl. Also das. Man muss sich einmal mehr als gelohnt, auch für Sie, für euch, wenn ihr mitgespielt habt heute in der ARD Quiz App und jetzt zu den drei glücklichen Gewinnern zählt. Denn auch ihr habt jeweils 100 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch an Leonard Lansing. Danke. Ja, Bernhard, danke schön. An euch natürlich auch danke.
Tschüss, macht's gut. Das war Wer weiß denn sowas für heute.